Und jetzt geht es weiter mit dem Thema SpielerInnenberatung. Wir hatten uns kurz dazu ausgetauscht, Tabea, du und ich. SpielerInnenberatung ist und bleibt der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt haben wir hier Jörg Nepplung, ein deutscher Sportleragent und Spielervermittler. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Agenturen Nepplung Sports Network und FEM11, die sich um die Betreuung und Vermarktung von ProfisportlerInnen und Profisportlern kümmert. Und es geht um die zentrale Fragestellung, wie sich die Beratung im Frauenfußball in den letzten Jahren verändert hat und was sich auch vom Männerfußball abgucken lässt. Ich bin da sehr gespannt auf dieses Gespräch mit dir, Jörg, und vor allem auch dann auf den Austausch später mit Tabea. Jörg, the stage is yours. Danke, Yolanda. Ich hoffe, ihr hört mich. Wir haben keinen wirklichen Technik-Check gemacht. Super, der Daumen ist oben. Das heißt, ich denke, ich kann hier mal loslegen. Jörg Nepplung ist mein Name. Ist schon ein kurioser Nachname eigentlich, aber es gibt tatsächlich so einen Namensdubel noch in der Branche, mit dem es dann häufiger Verwechslungen gibt. Ich hoffe, ich kann heute irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie gewisse Unterschiede klar sind. Ich starte mal meine Präsentation auch. Dann sehe ich mich selber nicht mehr, wenn ich mich so ein bisschen irritiert gebe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe auch gehört, dass ich eigentlich nur 20 Minuten habe. Ich hatte mich auf Längeres eingestellt und ein Q&A hinterher. Aber deshalb lasst uns mal starten. Was ist so los im Jahre 2021 im Spielerinnen-Beratersegment? Spielerinnen, Beraterinnen. Bitte vergebt mir, wenn ich das mit dem Gendern irgendwie manchmal nicht so ganz auf die Reihe kriege. Das ist tatsächlich in unserem Segment, in dem ich seit 19 Jahren selbstständig bin, auch ein Learning. Und der Prozess dauert ein bisschen. Ich bin schon ziemlich lange auf dieser Welt, 67 in Zeven geboren, das ist so zwischen Hamburg und Bremen im Norddeutschen, und bin zum Studium an der Deutschen Sporthochschule nach Köln gekommen. Das hat mir 4 wunderbare Jahre gebracht. Ich habe sehr viel gelernt, vor allem das Leben, und bin dann über die Verbindung in der Sporthochschule als Diplom-Sportlehrer zu Borussia Mönchengladbach gekommen. Die suchten eine Art Konditionstrainer. Ich habe angefangen und habe mich selber Reha- und Athletiktrainer genannt, weil Konditionstrainer irgendwie dem nicht so ganz entsprach, was ich in dieser Position gesehen habe. Von dieser Sorte gab es damals nur 2, den Norbert Hauenstein und mich bei Norbert Hauenstein war bei Bayern München, ich bei Borussia. Und die Leute hatten so ein bisschen Probleme damit, mich einzuordnen. Was bin ich denn jetzt für ein Trainer? Ach, der Konditionstrainer oder ach, der Physiotherapeut? Und ich bin definitiv kein Physiotherapeut gewesen. Im Nachhinein ist das eine lustige Anekdote. Damals war es ziemlich nervig. Ich musste damals auch tatsächlich gegen Windmühlen anrennen. Don Quixote lässt grüßen. Das war tatsächlich eine sehr prägende Zeit und ich habe den Profifußball aus dem Verein heraus kennengelernt. Das hatte ich vorher so nicht. Ich bin dann ins Agenturgeschäft gewechselt, zu Norbert Flippen. Das war damals so der bekannteste Spielerberater, eine schillernde Figur, der mit Lothar Matthäus groß geworden ist und dort dann sehr viele Nationalspieler auch eingesammelt hat. Oliver Kahn, Matthias Sammer, Stefan Effenberg, Mehmet Scholl, Lars Ricken, Sebastian Deißler war bei uns, da war ich dann auch schon dabei. Den Basti kannte ich noch dann von Borussia Mönchengladbach. Und damit habe ich als Junior-Manager die ersten Schritte in dieser Branche gemacht. Ist schon verdammt lange her. Damals war es noch tatsächlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute in der Branche vorfinden. Wir haben dann über eine Kooperation mit IMG ein Jahr noch verbracht. Das war der weltgrößte Sportvermarkter damals. Da habe ich auch wieder ein bisschen was gelernt. Die haben damals sehr viele Agenten zusammengescharrt um sich und haben eigentlich das gemacht, was wir heute in dem Markt bei den Männern sehen. Eine große Ballung von sehr vielen Beratern. Es gibt teilweise große Beratungsagenturen, die haben über 100 Angestellte. Man kann sich vorstellen, wie viele Spieler dann auf der Seite sind. Das war eigentlich nie mein Konzept, aber Größe ist Macht. Und ich bin dann, nachdem diese Kooperation sich trennte, in die Selbstständigkeit quasi gezwungen worden. Ich bin, die mussten mich kündigen und ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Und 2002 im April habe ich mich selbstständig gemacht. Sprung ins kalte Wasser.
Mein erster Transfer war es zum großen FC Barcelona tatsächlich. Das ist kurios, aber es war so. Robert Enke, mein Klient zum FC Barcelona von Benfica Lissabon, das hat damals für sehr viel Aufregung gesorgt, bei denen hatte keiner auf dem Schirm bei Benfica. Die Spanier sehr wohl. Und ja, das war dann so ein großer Transfer. Da bin ich dann mit einem Knall in diesen Spielerberatermarkt gestartet. Bin dann über Roberts Geschichte, über seinen tragischen Tod, dann auch Kurator geworden. Wir haben die Stiftung auf den Weg gebracht. Das sollte eigentlich mal eine andere Stiftung werden, für Hunde und herzkranke Kinder, also Tiere eigentlich. Und nach seinem Tod haben wir dann eben die Robert-Enke-Stiftung aus der Taufe gehoben. Ich bin da immer noch unterstützendes Mitglied im Kuratorium und bin ziemlich begeistert, was inzwischen alles passiert ist in diesem Themenbereich. 2018 war es dann, vor 3 Jahren, dass ich die Femme11 GmbH gegründet habe für Frauenfußball. Ich bin sehr häufig in die Seite gestupst worden von Turit Knacks Freund Jochen, der gesagt hat, du musst meiner Freundin helfen, das geht so nicht mehr. Und ich habe es sehr lange von mir gestoßen, sehr viele Jahre auch. Es ging eigentlich los mit Inka Griggs und Sonja Fuß, die auch Hilfe angefragt hatten. Und ich habe damals gesagt, nee, das ist nichts für mich. Ich habe mir das dann aber angeguckt, was passierte. Und dann der Entschluss im Sommer 2018, hey, ich glaube, da passiert was, was sehr wichtig ist. Das Spiel ist sehr ansehnlich, es ist sehr viel dynamischer. Die Wahrnehmung, alles das ist im Grunde dafür gemacht, dass wir uns da jetzt auch auf der Beraterseite ein bisschen professionalisieren. Und wir sind jetzt seit eben diesen 2,5 Jahren am Start. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Ich und mein Team. Links ist Nika unten im Bild. Danke für diese Präsentation, Nika. Ich hangle mich hier an dieser Präsentation entlang. Ich habe nichts vorbereitet. Das ist so ein bisschen aus der kalten Hose. Dieses Reden, das lernen wir im Laufe der Jahre. Wenn wir uns präsentieren, wenn wir den Leuten erklären, was wir machen den ganzen Tag, dann braucht es kein Konzept. Dann kriegen wir das so irgendwie inzwischen hin. Wir sind registriert in Deutschland, England, in Niederlanden, in Belgien und in Spanien. Also überall da, wo wir einen Transfer hinmachen, müssen wir uns auch als Berater registrieren. Wir dürfen brav und so 500 Euro abgeben als Berater, damit wir mitspielen dürfen. Früher gab es eine Lizenz, da musste ich eine Prüfung machen. Die war auch echt schwierig. Also da waren tatsächlich 90% Durchfallquote in Frankfurt. Heute ist eigentlich nur noch ein polizeiliches Führungszeugnis nötig, mit dem ich mich als seriöser Mensch verkaufe und diese 500 Euro, wie gesagt. Und dann bin ich drin, dann kann ich mitmachen. Das ist nicht gut, ja, weil im Grunde es keine Zugangsvoraussetzung gibt für diesen Markt. Wir haben große Ziele. Wir wollen sehr viel erreichen. Und noch neben Nika ist Dodo, unser Performance Coach, weil wir glauben, dass wir unsere Spielerinnen auch neben dem Platz besser machen können als Berater. Wir heben nicht nur den Telefonhörer ab, wie Herr Seifert mal gesagt hat, sondern wir machen viel, viel mehr. Und das will ich so ein bisschen euch nahebringen. Wir haben Antje unten noch im Bild, die sich um das Sponsoring und die Kooperation kümmert. Da ist was ganz Spannendes in der Pipeline, was wir haben. Und der Jochen ist nicht abgebildet, aber der unterstützt uns auch. Also wir sind eigentlich so ein Team von 5 Leuten, die das machen. Und ich hätte gerne noch ein größeres Team. Ich möchte deshalb alle, die hier zuschauen, auch aufrufen, hey, wenn ihr Lust habt, wir können Hilfe gebrauchen. Wir sind nicht reich, es gibt nicht viele Umsätze. Aber für das Thema, wer da Passion hat, der ist herzlich willkommen bei uns. Gucken wir mal auf die Umsätze, würde ich sagen. Nein, gucken wir erstmal auf unsere Spielerinnen, siehst du. Das ist unser Klientel. Das sind die Übersichten, die Booster, die wir an unsere Vereine, an die angeschlossenen internationalen Vereine, dann auf Englisch natürlich schicken. Ihr seht, wir haben ein paar Spielerinnen, die, glaube ich, irgendwie schon relativ bekannt sind, sowohl in der A-Nationalmannschaft des DFB als auch in der U20, Almut, Clara Bühl, Turit Knag, Jana Feldkamp ist jetzt neuerdings dabei, Maxi Rall immer wieder, Paulina Krumbiegel, U20, A-Nationalmannschaft, da geht ein bisschen was. Und dann haben wir eben unsere U20-Nationalspielerinnen, Anna Ehling, Julia Pollack, die wir alle unterstützen in den täglichen Dingen des Lebens. Wir haben auch noch mit Sandra Hausperer, Lisa Mackers, unsere Österreich-Importe, und Alana ist unsere Amerikanerin. Wir möchten unser Klientel internationalisieren, das ist unser Ziel. Also wir möchten schon irgendwie versuchen, dann diese deutsch gegründete Agentur auf internationale Beine zu stellen.
Und ja, dafür brauchen wir tatsächlich eine Vernetzung. Die haben wir. Wir sind wirklich mit allen internationalen Vereinen verbunden, die es zu connecten gilt, weil wir müssen unsere Transfers eben in dem oberen Segment machen, um Geld zu verdienen. Das Geld verdienen, da kommen wir gleich noch zu, ist gar nicht so leicht. Was machen wir den ganzen Tag? Wir sichten, wir scouten und wir analysieren unsere Spielerinnen. Und was wir für diese Spielerinnen machen, ist die Marktsondierung. Das heißt, die Spielerinnen möchten von uns, dass wir den Markt so transparent machen, dass sie wissen, wer findet mich gut, wer findet mich nicht so gut. Was gibt es denn für Optionen für mich? Mein Vertrag läuft aus. Spielerinnen und Spieler rufen heute nicht mehr bei dem Verein selber an und fragen, sie mal, habt ihr Interesse an mir? Ich habe einen auslaufenden Vertrag. Wie sieht es denn aus, liebe Turbine? Nein, das machen wir. Und das ist auch, glaube ich, relativ normal. Also wir bedienen uns in unserem täglichen Leben überall Vermittlern, die wir brauchen, um unsere Reise, unsere Flüge zu buchen, unsere Versicherung, den Strom, den wir machen. Also rund um uns herum sind überall Vermittlungstätigkeiten. Deshalb passen wir da eigentlich ganz gut rein. Aber wir haben einen schlechten Leumund, das ist so. Ja, Spielervermittler sind in derselben Schublade wie Investmentbanker, glaube ich. Und das ist nicht so gut. Aber wir geben uns alle Mühe, dass wir dieser Branche einen hellgrauen Anstrich geben. Zurück zu den Themen, die wir machen. Diese Marktsondierung transparent machen, den Spielerinnen den Spiegel vorhalten. Pass auf, das ist das, was der Markt uns signalisiert für dich. Das ist sehr wichtig. Im besten Falle kommt ein Silbertablett raus, wo ein paar Angebote drauf liegen. Dann führen wir die Vertragsverhandlungen und finalisieren diesen Transfer, kommentieren den dann auch, wenn es geht, mit den Medien gerne über unseren eigenen sozialen Kanäle oder aber eben auch gegenüber den Medien, was eigentlich dem Verein obliegt, aber wir machen natürlich mit. Dann möchten unsere Spielerinnen gerne Sponsoringverträge haben, Ausrüsterverträge, wenn es geht. Das ist inzwischen sehr schwierig geworden. Und wir geben uns alle Mühe, dort eben die Bedürfnisse der Spielerinnen auch aufzunehmen. Aber die großen Ausrüster tun sich ein bisschen schwer im Moment. Die Pandemie tut ihr Übriges. Wir sind aber im Augenblick so in guten Gesprächen und gucken mal, was wir da demnächst realisieren. Sponsoring geht natürlich darüber hinaus. Das kann eine Instagram-Partnerschaft sein, wo wir schon ein paar Sachen auch realisiert haben. Das kann aber auch im Bereich Mode, Nahrungsergänzung, wie auch immer sein. Ne? Wichtig, Versicherungen müssen wir auch gucken. Haben unsere Spielerinnen den notwendigen Versicherungsschutz? Wie ist es mit der Absicherung? Brauchen wir einen Rechtsschutz oder nicht? Braucht man schon eine Hausrat oder nicht? Wir Deutschen neigen zur Überversicherung. Aber die Berufsgenossenschaft hat auch eine Absicherung. Wir müssen dafür sorgen, dass eben tatsächlich eine Verletzung, die während der Tätigkeit als Spielerin vorkommt, dass das eben auch dann eine entsprechende Berücksichtigung von der Knappschaft gibt. Da gibt es nämlich dann tatsächlich Absicherungsmaßnahmen, wo man eben eine monatliche Rente auch kriegen kann, aber einer gewissen Schädigung. Das wissen viele nicht. Wir haben Kooperationen. Wenn jemand keine Schuhe von einem Ausrüster und nicht von seinem Verein bekommt, dann haben wir die Möglichkeit, die Spielerinnen über uns bei 11 Team Sport zu bestellen mit einem gewissen Nachlass. Die Schuhe kommen nach Hause, das ist sehr komfortabel und es ist ein sehr guter Partner. Nahrungsergänzungsmittel, da haben wir Partnerschaften. Also diese Sachen bieten wir unseren Spielerinnen auch als Full-Service-Agentur an. Social-Media-Beratung gehört auch dazu. Natürlich, heutzutage hat jeder außer Almut ohne Insta auch einen Instagram-Account. Vielleicht sogar einen eigenen YouTube-Channel, Facebook-Seite, ja, TikTok, gute Frage, ja, kann man diskutieren, hängt von der Spielerin selber ab, ob sie das auch bedienen kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Die Medienschulung, das Verhalten vor der Kamera ist auch nicht unwichtig, nicht nur beim Fotoshooting, sondern eben, wie gebe ich mich, wenn ich nach dem Spiel am Spielfeldrand auf dem Field interviewt werde, wo gucke ich hin, was sollte ich tunlichst nicht sagen und wie begegne ich der Frage nach dem Trainer? Meine Spielerinnen beantworten diese Frage nicht, weil es steht ihnen nicht zu. Es ist ein übergeordneter ein übergeordneter Mitarbeiter des Vereines und ich finde, da hält man sich lieber zurück, sowohl in den guten als auch in den schlechten Zeiten. Die Karriereplanung für nach der Karriere ist natürlich auch irgendwie wichtig. Was machen wir, wenn wir durch sind mit unserer Karriere? Was könnte dann mein Thema sein? Trainerin oder Präsidentin bei Turbine Potsdam vielleicht? Das gilt jetzt zu ergründen und vielleicht miteinander zu besprechen und die eigenen Fähigkeiten so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen.
Und last but not least, ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Wow, ich bin schon drüber, so ein bisschen, über die Hälfte. Ich mache aber einfach weiter. Vereinsmandate, Transferunterstützung. Die Spielerinnen, nein, die Vereine haben nicht diese personellen Ressourcen, die die Männer haben. Dementsprechend können sie auch uns Berater nutzen. Wir sehen, was hier auf dem deutschen Markt los ist oder dem internationalen. Und dann ist es so, dass wir eben tatsächlich auch eine Dienstleistung für den Verein bringen können, ohne dass wir unsere Spielerinnen immer nach vorne stellen. Ein sehr langes Thema wäre das jetzt. Ich würde mal sagen, damit sollten unsere Aufgaben als Beratungsagentur zu Genüge umrissen sein. Wir kommen mal zu den Provisionen, die wir in Deutschland haben. Dann kann der DFB für die zahlen. Ihr seht, wir haben eine annähernde Verdopplung in den letzten 3 Jahren, was die Provisionen angeht. Sieht gut aus, ist aber immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Wir haben hier Zahlen, die nicht annähernd mit der dritten Liga konkurrieren können. Im Jahre 2020/21 hat die dritte Liga sage und schreibe 3,74 Millionen Provisionen ausgeschüttet. Die Bundesliga, die Flyer-Alarm-Bundesliga, weil in der zweiten wird nicht, nein, stimmt nicht, aber wenig bezahlt. Nehmen wir das mal als deutschen Wert, hat 492.000 Euro Provisionen ausgeschüttet. Das ist schon mal relativ anständig, wenn man überlegt, dass wir bei weniger als der Hälfte waren vor 3 Jahren. Aber im Vergleich zu den Männerligen natürlich verschwindend gering, ein Siebtel der dritten Liga. Über die erste Liga brauchen wir gar nicht reden, da sind wir nämlich bei über 200 Millionen. Aber auch da sind die Provisionen rückläufig, das heißt, die Männer orientieren sich im Augenblick tatsächlich nach unten. Pandemie lässt grüßen, ganz klar. Die Frauen schippern tatsächlich sehr, sehr konstant durch dieses stürmische Gewässer. Und das hat uns sehr viel Spaß gemacht, jetzt im Frühjahr diesen Jahres einfach unseren Spielerinnen Verträge anbieten zu können, während bei den Männern tatsächlich sich gar nichts bewegte. Also 200 Millionen in der ersten Liga in Deutschland gegenüber 492.000 Euro bei den Frauen. Nehmen wir mal kurz einen Blick auf die internationalen Gehälter. Ich habe so meine Zweifel, was so die Zahl in Deutschland angeht, muss ich sagen. Wir haben es jetzt aber genommen von Statista, das ist unsere Quelle. 48.000 Euro ist der Durchschnittsverdienst der Frauen in Frankreich, 47.000 in England. Ich glaube, dass da schon ein bisschen was passiert ist in der Zwischenzeit. Deutschland 38.000. I doubt. Ich glaube das nicht, weil wir eben tatsächlich Vereine haben, die nicht 3.000 Euro mehr pro Monat ausschütten können. Die allermeisten Vereine können das nicht. Haben jetzt die Top-Vereine so viel mehr ausgeschüttet, dass es sich dann eben in so einem Bereich einpendelt. Ich nehme die Zahlen, so wie sie da stehen, ich gebe sie euch weiter. Vielleicht hilft es ein bisschen, USA 25.000, könnte man denken, so, wow, das hätte ein bisschen mehr sein können, ich hätte mehr erwartet, aber England ist die kommende Liga, wo auch viele Amerikanerinnen inzwischen hinwollen, aus guten Gründen, weil die Anstellungsverhältnisse in den USA auch gar nicht das ganze Jahr gelten. Ja, die gehen dann gerne mal nach Australien runter und spielen da noch ein bisschen, eine halbe Saison oder eine Saison weiter. Das ist in England und Frankreich und Deutschland natürlich viel komfortabler. Österreich 18.000 nehmen wir auch noch mit und wir gucken mal drauf, wie haben sich die Gehälter entwickelt und wir sehen, Deutschland geht nach unten. Das kann, das sind 2 Jahre, also bitte darauf achten, 18, 19 zu 20, 21, das kann eigentlich nicht sein. Das kann nur damit zusammenhängen, dass ein umsatzstarker Club aus der Liga abgestiegen ist und ein umsatzschwacher Club, wir wissen, glaube ich, um wen es geht. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass in Duisburg, Sand und Metten nicht so viel bezahlt wird wie in Leverkusen oder in Potsdam. Das ist auch dann klar. Das ist so die Begründung, die ich sehe, warum kann sich denn die Gehältersituation nach unten entwickelt haben, halte ich eigentlich nicht für repräsentativ. England zeigt sehr klar auf, was geht. Und dieses Diagramm wird für 22 und 23 interessant zu sehen sein. Ich hatte gestern einen Anruf mit Aston Villa, ein Telefonat, wo eben auch gesagt wurde, Jörg, wir haben sehr viel Geld ausgegeben, wir müssen jetzt ein bisschen reduzieren. Ne? Wir sind gerade noch drin geblieben in der Liga. Zum Glück, aber es muss eben tatsächlich jetzt mal so ein bisschen korrigiert werden, weil die Pandemie hat Spuren hinterlassen, sehr große Defizite. So, dass wir zu den Zahlen bei den Frauen, damit wir das auch ungefähr eingegrenzt haben. 17 Minuten zeigt meine Uhr. Was wollen wir in diesem Geschäft? Das ist die 11. aus dem Mai 2020.
Früher war Friede vor der Eierkuchen, das ist mein Zitat. Das war der Opener. Ja, früher war diese Frauenbranche eine Teilzeitbranche. Da brauchte die wenigen Berater, die in der Branche waren, eigentlich nur den Hörer abnehmen. Und die Spielerinnen sind von selber gekommen. Das hat sich heute verändert. Wir haben sehr viele Agenturen, auch aus dem Männerbereich, die in diesem Bereich streben, die es entweder aus Quotengründen machen oder weil sie irgendwas sehen, so wie wir. Wir sehen da sehr viel, wir sehen da Potenzial. Es ist am Ende ein Start-up. Wir sind immer noch nicht annähernd in den schwarzen Zahlen und wir arbeiten viel und wir arbeiten 24/7, das darf man nicht vergessen. Das heißt, wir sind inzwischen jeden Tag hier am Start, im Office. In Köln-Ehrenfeld sitze ich hier. Oh, die Sonne kommt raus, ist das schön, herrlich, endlich mal wieder. Früher war Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sehen das, was bei den Männern passiert ist, ist halt ein Hauen und Stechen. Die Arbeitsvermittlungsgesetzgebung tut ihr Übriges. Aber wir gehen nach oben und ganz rechts ist zu sehen, hey, pass auf, weißt du, ich möchte den ersten Millionentransfer machen. Das wäre mal ein Signal bei den Frauen, hey, lass uns einen Millionentransfer machen und lass es uns nach draußen brüllen. Es geht voran mit den Frauen. Ich möchte den gerne machen, stehe ich dazu. Und ich möchte auch gerne irgendwann die Gewinnerin des Ballon d'Or vermarkten. Das sind so die zwei großen Ziele, die wir mit unserer Agentur haben. Um das ein bisschen einzukreisen, wo soll es denn hingehen? Jetzt werden so ein paar Goldsucher auch sich auf den Weg machen und mal gucken, was im Frauenbereich geht. Ja, kommt mal alle rein. Es ist ein Wettbewerb. Wir gucken mal, wie das alles weitergeht. Das sind wir. So, ein ganz kurzer Ausschnitt mit Bildern, weil das jetzt sehr trocken war. Wir feiern Karneval bei FAM11 mit unseren Spielerinnen und auch mit externen Spielerinnen. Ramona ist nicht bei uns. Wir sind bei der WM unten links. Wir sind beim Algarve Cup unten Mitte. Das war das Ersatzspiel 11 gegen 11 in der deutschen Nationalmannschaft, nachdem das Endspiel aufgrund der Pandemiesituation abgesagt wurde, heute vor 14 Monaten. Wirklich tragisch, wenn ich das überlege. Dann oben war ich Gast bei Sport1 zum letztjährigen Champions League Endspiel, Wolfsburg gegen Olympique Lyon, und habe mir Caro Simon dazu gewünscht. Sie war kein Sidekick, eigentlich war ich der Sidekick. Und rechts sehen wir die FAM11 Masterclass, das heißt, wir stellen eben tatsächlich unseren Athletiktrainer, unseren Performance Coach, unseren Spielerinnen zur Verfügung, damit sie sich eben in Extraeinheiten auch mit einem Personal Trainer, der, wie gesagt, sehr arriviert ist, weiterentwickeln können. Das ist in Düsseldorf für unsere Westfraktion. Die Mädels treffen sich dann regelmäßig jetzt nach der Pandemie hoffentlich bald wieder. Ansonsten geht es auch noch um das Mindset, da ist der Dodo auch für zuständig. Wir sind im Social-Media-Bereich unterwegs, wir haben mit Clara und mit Turit die ersten Frauen platziert bei WeKick Corona von Leon Goretzka und Joshua Kimmich, und dann kam über die Bayern-Connection dann auch noch Julie Quinn dazu. Wir haben zum Weltfrauentag Aktivitäten im Netz gehabt, warum unsere Frauen, unsere Spielerinnen stolz sind, eine Frau zu sein, warum sie glücklich sind, eine Frau zu sein, mit Alana auch auf Englisch. Und das sind die Sachen, die wir tatsächlich in unserer täglichen Arbeit dann versuchen umzusetzen, die wir neben dem, was wir unterwegs sind, wir sind 24/7, das sagte ich gerade schon, wir sind viel unterwegs, wir sind auf den Plätzen, wir sichten, wir treffen unsere Spielerinnen und wir treffen die Vereine, international wie national. Wir müssen viel arbeiten. Also jeder, der in diese Branche irgendwie rein will, überlegt es euch gut. Ihr müsst sehr, sehr viel arbeiten. Ihr müsst Klinken putzen, ihr müsst unterwegs sein und ihr müsst euch kümmern um eure Spielerinnen. Ich glaube, das tun wir, und ich glaube, es hat sich auch rumgesprochen. Nicht nur bei unseren Spielerinnen, sondern darüber hinaus. Die Anwesenheit bei einer Unterschrift ist dann so ein bisschen auch die Belohnung, die wir empfangen in München, aber natürlich mit Turit im Wanda Metropolitano. Wunderbar, sehr professionell, toller Club. Ich möchte mehr davon. Paulina oben, Trainingsgelände in Hoffenheim. Und Mina Tanaka, japanische Nationalspielerin für Bayer Leverkusen. Das, was wir in Zukunft ein bisschen mehr machen möchten, die internationale Vernetzung. Ich glaube, das ist ein Transfer, bei dem alle profitieren. Und ich glaube, da geht auch noch ein bisschen mehr für die Zukunft. Also wir haben viel vor. Und das ist nicht nur gut für
das Ego auch für natürlich den Umsatz in der Agentur. Die Umsätze, die wir sonst über Sponsoring machen, sind noch nicht riesengroß, aber es geht weiter. Stina hat durch uns den Partner Titan bekommen. Turit hat Nike bekommen. Eunice bei Esprit als Model hing sie in allen Schaufenstern in Deutschland auch. Und unten sehen wir noch Selina Cerci beim Shooting hier in Köln. Vor 2 Wochen war das, glaube ich, mit Softball, wo sie ihre eigene Kollektion hat auch. Wir haben das auf den Weg gebracht. Und wir möchten mehr davon. Also, wenn irgendjemand eine Idee hat, bitte gerne bei uns melden. Zum Schluss, last but not least, wir haben sehr viel Spaß auch bei der Arbeit. Ja, also wir setzen uns für die Ideale des Frauenfußballs ein. Und wir sind aber trotzdem auch irgendwie passionierte Fußballfans und wir sind unterwegs oben. Das war bei der WM, Family and Friends Programm. Wir haben Kleinbusse geschartert und sind zusammen dahin gedüst. Und ein Karneval, einmal im Jahr gibt es bei uns die Karnevalsparty am Zug mit Catering und Co. Sieht auch, glaube ich, sehr spaßig aus. Und unten rechts war dann der Sundowner mit der Nationalmannschaft beim Agave Cup, weil Endspiel ausgefallen, hurra, dann gehen wir halt was trinken. Da sind wir dann auch dabei und das können wir auch sehr gut. Ja. Und das in der Mitte war die Aktion Equality, wo 11 Freunde, da waren wir dann auch dabei. So, ich glaube, wir haben, ich habe einigermaßen überzogen, ich glaube, das war jetzt einigermaßen gut. 2 Fußnoten erlaube ich mir noch am Ende, bitte. Das eine möchte ich mit Megan Rapinoe sagen. Wir haben eine wunderbare Sportart, die wir unterstützen, in der wir uns bewegen und wir müssen die nur den Leuten ein bisschen mehr nach Hause bringen und diese Vorurteile Frauenfußball, um Gottes Willen. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn du das Männer-Endspiel in der Champions League guckst und dann dir einen Bundesliga-Abstiegskampf anguckst, aber ihr müsst euch darauf einlassen. Und dann ist es etwas Wunderbares und es geht sehr viel nach vorne und keep it growing, das ist das eine, also lasst es uns irgendwie wachsen, es wird was Wunderbares, ich bin sicher. Und die 2. Fußnote möchte ich bitte in Richtung DFB formulieren. Meine Herren, es ist Zeit, das war jetzt ein Desaster die letzten Jahre, ich glaube, es ist Zeit für eine Frau, ich glaube, es ist Zeit für mehr Empathie, für mehr Struktur. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Bitte überlegt euch das. Es gibt Kandidatinnen und meldet euch gerne bei mir, wenn ihr in irgendeiner Form irgendwie wissen möchtet, wer das denn sein könnte. Ich hätte da schon die ein oder andere Idee. Ich hoffe, ihr habt alles verfolgen können. Wir haben alles verfolgen können. Vielen, vielen Dank, Jörg Neblung. Keep it growing, ja. Und mehr Empathie. Das war ein Einblick in Femme11 und Spielerberatung. Danke für die Einblicke und vor allem auch den Ausblick. Und wie wir es gerade gehört haben, ihr könnt euch sehr gerne direkt bei Jörg Neblung melden, wenn ihr Ideen habt oder Anregungen an ihn habt.